Oh. Ist da eine Teergrube, die jetzt schon abfließt? Ja, ne? Eigentlich lecker. Egal, ich lass liegen. Trage ich aber ein. Während die da feiden. Tee. So. Und dann hier lang. Alter. Wie sie die platt machen. Ja, wir halten uns da raus. Sollen die sich bekämpfen. Und hier machen wir diesen Klecks weg. Zack. Sehr gut. Und dann nach oben. Ja, wir laufen richtig. Könnt ihr hier vielleicht sogar eine Abkürzung nehmen. Aber ich will gerne über diesen Fluss rüber, ohne nass zu werden, wenn es geht. Sieht aber schlecht aus, so breit wie der ist. Ich glaube nicht, dass das wird. Egal, wohin wir uns stellen. Selbst wenn ich mich darauf stelle und so rüber sliden will. So, auf Wiedersehen. Dein Loot hätte ich trotzdem gern. Da war ein Lochskampfgeräusch. Ja, ich komme hier nicht rüber, ohne nass zu werden. So oder so nicht. Also hier wäre das Höchste, aber 45 Grad, da würde ich da landen ungefähr, glaube ich. Soll ich es trotzdem probieren? Ich kann es trotzdem probieren und du kommst erstmal her. Habe ich dich. Alter, trotzdem noch getroffen, ne? Ich hasse sie. Gut. Ja, komm, ich versuche mal hier rüber zu sliden, aber ich wette, ich lande da. Oh. Ich nehme dich doch mit. So. Und Jump. Ja, da, das meine ich. Gut. So oder so wäre es nichts geworden. Naja, sind wir halt nass. Wir sind ja Gott sei Dank noch nicht in den Mistlands, sondern erst noch, in Anführungsstrichen erst, in den Ebenen. Da ist ein Dorf. Das habe ich auch eingetragen. Da gehe ich mal großzügig drumherum. Und hier ist eine Nebelwand. Genau das, was wir suchen. Alter. Dass sie mich auch immer so wütend machen. Das ist echt ein Wunder. Ich bin ja eigentlich ein sehr entspannter Typ, aber diese Viecher, ey, boah. Kommt da runter. Ecke, wo ich ihn nicht sehe, ne? Dra heißt. Gut. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Und dann können wir hier jetzt mal schön alles abklappern. Wir brauchen sowohl Yggdrasil-Holz als auch vor allem Weichgewebe natürlich. Also schön gucken. Ich würde mich natürlich über einen Schädel freuen. Aber ansonsten... Oh, Alter, ein Zwei-Sterne-Hase. Das sind diese dicken Weißen. Ich würde tatsächlich aber auch eine Dwerger-Base kaputt machen. So wie wir das gemacht hatten. Wieder ein paar Trolle drauf schmeißen. Hauptsache, wir kommen an unser Weichgewebe. So. Ja, und hier könnte ich zum Beispiel schon das Holz schlagen, ne? Oder suche ich wieder ein Stück Wald? Das glaube ich am besten, ne? Weil, wenn ich den jetzt zum Beispiel abreiße, fällt er hier irgendwo in den Nebel und wir finden ihn nicht wieder. Das ist schon ein paar Mal passiert. Deswegen doch eher so Waldstücke. Ich gehe mal hier auf den Boden. Ich soll sowieso auf dem Boden bleiben, damit ich... auf dem Boden bleiben. Damit ich die Schädel nicht übersehe. Ne? Da. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich muss mal kurz das Päuschen machen. Bin sofort wieder da. Also bis gleich. So, weiter geht's. Und ich würde sagen... Ich weiß nicht genau. Die gaben, glaube ich, auch Yggdrasil-Holz. Ne? Jo. Da lasse ich mich nicht lumpen. Her damit. Und da sehe ich auch eine Zwergenbase. Können wir auch gleich erstmal... Oh, ja, da gehe ich mal jetzt schon hin. Hallöchen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Oh, sogar ein Gyal. Okay, gut, dass ich die abgeschüttelt habe. Soll ich helfen? Hä, wo ist denn der Gyal? Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nur. Ich gehe mal hier hinter die Steine. Oha, Alter, die räumen ja richtig auf. Ich baller mal einen Troll direkt, ne? Ja. Oh oh, oh oh, oh oh. Tschüss. Oh, scheiße. Der Komet hat mich gekillt. Nein. Gut, okay, scheiße. Verdammt. Ja gut, ey. Es wird sowieso gerade dunkel, ne? Ja, dann gehe ich mal pennen. Und, ja.
Dann spule ich das vor, wie ich dahin laufe, ne? Also würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir. Und da ist er auch am Feiden. Ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ich sollte die aber auseinander pflücken. Kann ich da irgendwie auf die Spitze, ohne runterzufallen? Das wäre sehr nett, weil dann kann ich nämlich mich schon mal um den Gial kümmern. Nein! Na gut. Ah, hier könnte ich an die Kante vielleicht. Nein! Gut. Ja, dann ist egal. Oh. Den will ich nicht treffen. Ich sehe schlecht. Ich habe auch die Dingens nicht dabei. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Weil wir haben ja den Troll, der uns supportet. Und da schieße ich mal selber auf ihn. Greift er jetzt mich an? Nee, ne? Da hat er die alle umgebracht. Dann kann ich mal kurz unsere Leiche holen. Unseren Loot holen. Nee, habe ich noch ein Vieh gehört. Ich weiß nicht wo, aber hier war irgendwo ein Vieh. So, ich nehme mal das. So. Ich mache einfach mal alles nehmen. So. Gut, dann kann ich schon mal das alles anziehen wieder. So. Irrlicht? Hä? Die haben den Namen geändert. Das heißt jetzt Irrlicht. Das hieß doch mal Schwade. Oder ist es, wenn ich das ausrüsten kann, ein Irrlicht und sonst ist es eine Schwade? Hier sind Zecken. So. Und keine Ahnung, was da abgeht. Die sollen mal feiden, wie sie lustig sind. Ich kann mal hier stacken. Wo ist hier der Wächterstein? Da. Den mache ich mal kaputt. Oh, Alter. Hier nehme ich die. So, geht doch. Und dann baue ich hier mal ein Portal. Schnell. Dann kann ich schon mal den Loot wegbringen. Oh oh, bitte trifft nicht mich. Fehlende Voraussetzung? Oh, wirklich gerne. Wie? Ach, hier sind die. Dann mache ich mal so kurz. Portal. Und X. So, dann kann ich schon mal Loot aufsammeln. Und wegbringen. Gott sei Dank sind die da abgelenkt. So, was ist das hier? Blutkloppen, ja gut. Ich kann schon mal die Kisten alle abbauen. Oh, ich fühle mich gerade richtig unwohl, dass sie da hinten kämpfen. Weil ich weiß auch nicht genau, wann der Troll besiegt ist. Und der Gial Interesse an uns hat. Oh, der brennt. Scheint also zu funktionieren. Vielleicht stirbt sogar der Gial. Keine Ahnung. Ich dachte, weil er fliegen kann, ist er in extrem unfairem Vorteil. So, war das alles an Weichgewebe? Hier ist natürlich ein Schädel, ne? Das ist mir nicht entgangen. Den werden wir gleich abarbeiten. So. Und hier versuche ich mal alles, was sich steckt. Das ist nix. Dann lasse ich das Edelholz. Holz. Das eine Auge lasse ich auch hier. Dann nehme ich das, das. Und das mit, weil sich das nicht stecken wird. Ja. Genau, außerdem kann ich den Stab und den Stab wegpacken. So, da schmeiße ich mal den ganzen Loot erstmal hier drauf. Das können wir später sortieren. Weg, 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 weg. So, und die ganzen Sachen, falls wir wieder sterben, who knows, schmeiße ich die mal wieder hier hin. Also, oh, ich glaube, da schmeiße ich die rüber, ne? Ich mache mal sogar so. Ja, sehr gut. Und so. Außerdem den und den. Dann wieder zurück. Und wir farmen den restlichen Stuff ab. Aber erstmal müssen wir uns um Gial und Troll kümmern, ne? So, hier sind wir. Ich sammle mal kurz den restlichen Stuff ein, weil er mich sonst ablenkt. Dann nehme ich das hier auf. Kann den entfernen. Hier habe ich noch Loot. Ach, das ist das ganze Holz von den Dingern hier. Gut. Da ist eine Laterne, die könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Ah, er ist fertig mit Feiden. Und hat fast sein ganzes Life verloren. Sehr gut. Der Gial ist auch down, ja? Gehe ich mal von aus. Sonst würde er sich ja nicht für uns interessieren. Ja, das lief doch sehr gut. Naja, wir sind gestorben. So gut lief es nun auch wieder nicht. Reden wir nicht drüber, ne? So, Blutklumpen. Und soll ich die Laternen auch mitnehmen? Ja, komm. Oh, der Gial lebt doch noch. Wo bist du denn?
schieß mal auf mich. Direkt über mir bist du. Okay. Uh-oh. Und ich zieh weg. Und wieder Energieschild down. Und zack. Und dann gehe ich mal hier in Deckung. Hol mein Feuerball raus. Kümmere mich schon mal um die Zecken. Wo ist denn der Gyal? Stirb! Da ist er. Hä? Der Troll hat ja gar kein Damage gemacht an dem. Ah, ein Zwerg. Oh, oh. Scheiße, der hat einen Stern und ist mir feindlich. Ah. Oh, oh, oh. Ich hoffe, mein Portal bleibt da noch stehen. Ah, beeil dich. Beeil dich mit der Regeneration. Ja, shit, das ist jetzt doof gelaufen. Also, dass der eine Zwerg da überlebt hatte und der auch noch einen Stern hatte. Oh, Mann. Können wir schlafen gehen? Jo, gute Nacht. Guten Morgen. Und ich würde mal gucken, ob das Portal noch steht. Wenn ja, verzichte ich auch darauf, mir kurz andere Klamotten anzuziehen und hoffe, dass die beiden, also der Zwerg und der Gyal, sich gegenseitig ablenken. Aber wenn das Portal down ist, auch das kann sein, ist doch da. Dann würde ich es natürlich, dann würde ich mir die Klamotte anziehen. Ich probiere es mal so. Aber wir essen schon mal. So, so, so. Und mit ballern ich mir mal den rein. Dann haben wir auch diesen Buff und das hier. Und let's go. Halt, Feuer. So, weil da ein Gyal ist. Und let's go, schnell. Oh oh. Wir werden direkt geballert. Ah! Bitte lass mich. So, und ich hau mal ab. Nein! Ja, das hat das Portal getroffen. Das Portal ist down. Gut, egal. Also wenn das Portal das überlebt hat, dann wäre das echt ein Wunder. Hat es tatsächlich. Okay, gut. Ja, das war knapp. Ich schmeiß mal den ganzen Blut weg. Das hier, das, das, das. Ohne Kette, sehr gut. So, und Holz weg. Und dann ziehen wir uns die ganze Klamotte an. Ja, das ist sehr gut, dass das geklappt hat. Ich glaube, der hat zwar Feuerbälle geworfen, aber beim Wegporten hat sozusagen der Schaden nicht mehr mit einkalkuliert. Also war der nicht mit einkalkuliert. Ich weiß es nicht. Gut möglich, dass das Portal jetzt auf der anderen Seite nur noch ein Leben hat oder so. Aber so oder so sind wir jetzt vorbereitet. Warte mal, ich stelle mich mal hier hin, damit wir nicht mehr nass sind. Da, man sieht's. Und zack, so. Gut ausgeruht sind wir auch. Dann würde ich sagen, wir riskieren es. Ich nehme schon mal den. Nee. Wen soll ich zuerst machen? Den Gyal, der in der Luft ist, oder der Zwerg, der deutlich stärker ist? Eigentlich sollte ich die beiden gegeneinander kämpfen lassen. Das ist das Effizienteste. Ich probiere es. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich bewege mich jetzt schon mal. Oh, der ist direkt über mir gewesen. Und ich wurde auch direkt beballert. So, bekämpft euch. Wow! Nein, bitte nicht. Bitte nicht, ich will nicht nochmal sterben. Ah! Wow! Es sind zwei Schurken. Ich mach mal so und so. Oh oh! Gut, der Zwerg ist tot. Der Zwerg glaube ich auch. Die Zecken weg. Wo ist der Gyal? Der lebt auch noch. Da, ich helfe mal kurz mit. Auch wenn die Zwerge mir feindlich gesinnt sind, ist mir das gerade egal. Ich sammle die Sachen fürs Portal auf. Oder soll ich kurz in Sicherheit gehen? Solange die abgelenkt sind. Ist eigentlich sinnvoller, ne? Ich baue mir mal hinten mal ein Sicherheitsportal. Erstellung. So, verschiedenes. Zack. Halt. Na los, bau. Und X. Und hier wieder her. Damit das nicht angegriffen wird. Oh oh. Gut, er hat den neuen normalen Feuerball geballert. Ach ja, nicht Frost. Die haben ja Froststärke. Wow, 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 wow. Hey, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Feuer, ne? Oder hier Gift. Oh nein, das wollte ich doch nicht.
Okay, wurde das denn getroffen? Keine Ahnung. Los, hau drauf! Hier ist noch einer. Nein, nicht schon wieder sterben, nicht schon wieder sterben. Hui! Acht. Das könnte trotzdem gewesen sein. Ah, ich habe so eine Angst, ich habe so eine Angst. Energieschild. Da ist er wieder. Aber er ist bald down. Und tschüss. Und er noch. Er ist ein Heilmagier, ne? Er hält sich hoch. Gut, aber er ist auch abgelenkt. Ich mach mal hier ein paar Wurzeln hin. Sehr gut, er ist down. Und die Zecke noch. Die ist auch down. Boah. Okay, da war ja gut was los. Aber ich glaube, wir haben es überstanden. Ich guck mal. Ich sammle mal alles ein. In der Hoffnung, dass auch Weichgewebe gedroppt wurde. Ich glaube aber nicht. Irgendwas hat gehauen. Oder war das ein Despawn? Das war ein Despawn, ne? Gut. So. Hätten wir das. Mann, was ein Krampf. Krampf. Aber wir haben es geschafft. Ich gehe mal hier hinten nochmal alles ab. In einen leicht größeren Kreis. Weil hier sind, glaube ich, auch Zwerge gestorben. Im Kampf gegen den Gyal. Vielleicht liegt dann hier Weichgewebe rum. Nö. Nee, da ist noch eine Base. Gut, da schmeißen wir gleich Trolle drauf. Aber zuerst einmal haben wir hier einen dicken Schädel. Und wenn wir den Schädel und diese Base auch noch abgegrast haben, dann haben wir auch wieder genug Weichgewebe, ne? Also, mehr wollte ich gar nicht holen. Ich wollte nur, dass wir wieder ein bisschen was haben. Weil es steht auch noch eine letzte Sache an. Und ich finde es sehr unsatisfying, dass wir die ganze Zeit nicht machen. Oh. Ja, das muss ich mitnehmen. Da schmeiße ich das Holz weg. Und nehme diese Zehner mit. So. Workbench. Baue ich mal hier so gegen die Wand. Hier so. Und verschiedenes Portal hier hin. X. Dann schmeiße ich davor die Sachen. Das können wir dann gleich alles mitnehmen. Und wir machen uns an die Buddelei. Da können wir sogar hier unten vielleicht anfangen. Ach nee, von oben nach unten, ne? Macht mehr Sinn. Da breche ich mal hier die oberste Stelle des Schädels auf. Zack. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Und durch das Gemüse gebuddelt. Eigentlich ist das Gegenteil von Gemüse, ne? Fleisch. Vor allem das Gegenteil von Gemüse ist Fleisch, hä? Ja, im Kulinarischen vielleicht. Aber wie auch immer. Ich überlege gerade, wie wir das beschleunigen können. Theoretisch mit diesem Ausdauertrank, dem neuen. Aber ich mache es einfach so weiter. So, hier. Na, erst das obere. Jetzt kommen wir dann nachher nicht mehr dran. Da auch noch. So. Da. Dieses hier. Und hier weg. Oh nein! Hier ist Boden. Ja, egal. Das kloppe ich gleich weg. Ich gehe erstmal an die tiefste Stelle, also hier. So. Und dann buddeln. Oder komme ich hier nicht tiefer? Doch, komme ich. Gut. So, hier noch ein bisschen Weichgewebe weg. So. Und noch tiefer. Bis auf den Grund. Weil wenn wir hier schon Weichgewebe finden, ne, nehmen wir alles mit. So. Hervorragend. Das freut mich, dass wir hier einen Schädel gefunden haben. Ich weiß noch, als wir das eine Mal auf der Suche waren nach Weichgewebe und wir haben alles abgesucht und nicht einen gefunden. Jetzt suchen wir keinen, sondern Bases und wir finden welche, ne? Das ist wie mit den Ketten in den Eisenminen. Wir müssen es einfach nur nicht wollen, dann kriegen wir es. Dreist. So. Ja, kurz Ausdauer.
dunkel, kann das sein? Ja, das kann sein. Außerdem baue ich das gerade hier so, dass wir hier nicht mehr rauskommen, ne? Habe ich Holz dabei? Nee. Gut, ist nicht weiter wild, dann mache ich, buddel ich uns ein Loch an die Seite raus. Muss nur aufpassen, dass die Spitzhacke nicht kaputt geht. Also ich bin hier stuck. Dann müsste ich einen Cheat nehmen, um hier rauszukommen, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, ich käme hier nicht mehr raus. Festgeglitscht. Naja, gut. Was soll's? So, und das hier noch. Hier weg. Fleischgewebe. Und das hier weg. Das auch noch ein Brocken. So. So viel zum Thema von oben nach unten, ne? Aber ich wollte jetzt erstmal das hier wegmachen. Sehr gut. Weil sonst kommen wir vielleicht nämlich an die obere nicht mehr dran. Aber ich glaube, ich kann hier an der Seite hoch. Beziehungsweise, warte mal. Der da ist im Weg. Nee, so nicht. Kann ich den hier noch wegkloppen? Ja, aber da ist nichts versteckt. Ja, oder warte mal. Ich mach mal so. Ja, da komme ich nicht hoch. Hier könnte ich hoch. Ja. Da komme ich auch hoch. So. Und dann gehe ich auf den hier. Und hier rüber. Dann zum obersten. Das sind die hier. Nein. Wieder runtergefallen. Das meine ich mit von oben nach unten. Ist deutlich effizienter. So geht's auch. Springen und klicken. Ja, ich darf nur nicht gegenjumpen. So. Nee, 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 nee. So. Ja, wir jumpen immer, weil wir an der Seite sind, nach da. Das will ich natürlich nicht. Da, ne? Man sieht's. Oh, nee, nee, nee. Springen und sofort klicken. Hä? Das war doch wohl ein Treffer. Ah, so geht's auch. Verdammt! Lass mich das wegkloppen. Das ist unsatisfying. Ich gehe nochmal hier drauf. So. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt komm. Ich springe einfach so drauf, ne? Das gibt's doch nicht. Ich falle mal runter. Ich spule das gleich vor. So unsatisfying, wie das hier gerade sein muss, das anzusehen. Na los, komm. Na also. Gott sei Dank. Und das gleiche nochmal bei der anderen Seite. Da probiere ich es gar nicht erst von unten. Halt. Schwade, kannst du mir bitte mal Licht machen, vernünftig? Ich sehe gar nichts. So, hier vorsichtig vorbei. Springen und zack. Gott sei Dank. Ich dachte, da wäre noch ein Brocken. Und nochmal nach oben und den Rest. So. Und so. Dieser Stein da. Versteckt nichts. Gut. Und wir haben sämtliches Weichgewebe. Achso, das hier ist ja der Boden. Stimmt. Wo kommen wir denn am besten raus? Ich glaube nach da. Ist eigentlich völlig egal. Ich buddel einfach mal. So. Na komm. Und hier hoch. So. Noch ein bisschen. Und wir sind draußen. Hervorragend. Und dann würde ich sagen, wir gehen durchs Portal. Das hatte ich hier hinten hingestellt, ne? Wir haben es zerstört. Nee, doch nicht. Das ist der Loot. Gut, ja. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir mit dem Stuff. So. Und die Laterne auch. Zwei Laternen könnten wir noch mitnehmen. Hier waren doch noch welche, oder? Warte mal. Wenn das so ist, dann nehme ich die auch noch mit. Weil, wenn wir den Platz haben, dann haben wir einen. Waren hier nicht mehr Laternen? Hä? Hm. Ich war mir sicher, eigentlich war ich mir sehr sicher, dass hier mehr waren. Gut, ja dann nicht. Dann her mit dem Stuff. Und hindurch. So, perfekt. Dann kann ich mal das hier alles hinschmeißen. Allerdings
nehme ich mal das Weichgewebe sowie Harz und schmeiße eine neue Fuhre unten an, weil es ansteht. Denn ein wenig Eider, Refined Eider, brauchen wir nämlich tatsächlich doch noch. Für eine kleine letzte Sache. So, rein damit. Und rein. Oh. So, hier hoch. Und rein damit. Ja, das nervt mich ein bisschen, dass es hier so schwer anzutargeten ist, aber es liegt vor allem auch, glaube ich, an dieser Säule, ne? Wenn wir so sind, dann ist es schwieriger. Na gut, wie auch immer. Ist Med fertig? Schon wieder. Ich habe sie resettet. Der hier ist doch am Fermentieren und der ist fertig. Ich schnall's nicht. Ist hier ein Chunk-Wechsel oder so? Hä? Also, wie kann das denn sein? Hm. Ich überlege gerade, mir fällt nichts ein, warum das so ist. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich schmeiß mal den... Obwohl, warte mal, die Sachen schmeiße ich hier hin. Für eine neue Fuhre. Und dann gehen wir zurück. Halt! Ich glaube, wir müssen erst mal schlafen gehen, ne? Das hat ja jetzt ein Weilchen gedauert. Und ich gehe stark davon aus, ja, wir haben schon zwischen Nachmittag und spät. Und deswegen gehen wir mal pennen. Und wenn wir pennen waren, nehmen wir uns noch einmal diese Base vor von den Zwergen. Und dann haben wir Weichgewebe abgehakt. Aber vorerst, gute Nacht!